Willkommen auf dem Promi-Kanal. Hier die neuesten Nachrichten für heute. Überrascht wurden Florian Silbereisen und Beatrice Egli mit einem kurzen Brief von Florian Silbereisens Mutter Helga Silbereisen an ihre Schwiegertochter. Florian Silbereisen brach mit emotionalen Zeilen in Tränen aus, als Beatrice Egli es im Programm des kindlichen Sohnes las. Berührt von dem unerwarteten Stimmungsfluss, der Florian Silbereisen direkt in Anwesenheit von Beatrice Egli zu Tränen rührte, machte alle Anwesenden im Programm neugierig. Klicken Sie auf die Schaltfläche Abonnieren und aktivieren Sie Benachrichtigungen und hinterlassen Sie Ihre Gedanken im Kommentarbereich. Das Programm Son of Abrand ist vor kurzem entstanden und vielen Menschen mit der Präsenz berühmter Persönlichkeiten der Unterhaltungswelt bekannt. Gut, dass Florian Silbereisen und Beatrice Egli bei der Show auftraten und für einen plötzlichen Publikumszuwachs sorgten. Ganz besonders ist das heutige Thema auch mit dem Inhalt einer Mutter, die ihrem geliebten Sohn ihr Herz schreibt. Obwohl die Show vielen Zuschauern Tränen gekostet hat, weinten in diesem Teil alle Anwesenden mit dem Brief, den die Mutter von Florian Silbereisen an ihn schrieb. Die Person in der gleichen Sendung mit Florian Silbereisen war seine Elfe namens Beatrice Egli. Das 33-jährige Mädchen wurde eingeladen, sich Florian Silbereisen anzuschließen, um das Interesse an dem Gespräch zu steigern. Aufgrund der Art des Programms mit abwesenden Müttern sind nur die Kinder im Programm anwesend und hören die von den Müttern geschriebenen Briefe, die im Wo ausgesendet werden. Nach der Eingewöhnung durch die einleitende Begrüßung ist Florian Silbereisen in seinen 40 Jahren unverheiratet und seine aktuelle Liebe Beatrice Egli sitzt ihm gegenüber. Beatrice Egli hat ein Talent und ist mit überfüllten Orten zu vertraut und hat ein wenig Talent für die Moderation, daher bat das Programm Beatrice Egli, sich als Gastgeberin der Show heute Abend abzuheben. Nun hielt Beatrice Egli einen kurzen Brief von Mutter Florian Silbereisen in der Hand, der Florian Silbereisen vorgelesen werden sollte, als wir plötzlich Beatrice Eglis nuancierte Miene sahen, auch ein wenig traurig, weil sie die Zeilen im Voraus kannte. Um Florian Silbereisen und das gesamte Publikum nicht warten zu lassen, begann Beatrice Egli, die Zeilen darin zu lesen. In dem Brief stand geschrieben, der Wunsch einer Mutter, die viele Demütigungen allein erduldet hat, zwei Kinder großzuziehen, das eine ist Florian Silbereisen, das andere der Bruder von Florian Silbereisen. Bis jetzt ist sie auch schon über 70, wird immer schwächer und will immer eine Schwiegertochter, damit sie Familiengeschichten erzählen kann. Frau Helga Silbereisen wollte einen Erinnerungsring verschenken, den ihre Schwiegermutter an ihrem Hochzeitstag geschenkt bekam. Bis heute wartet sie noch immer auf ihre Schwiegertochter. Und Frau Helga Silbereisen wollte, dass Beatrice Egli ihre Schwiegertochter wird. So überrascht von ihrem Vorschlag, ihren Sohn zu ersetzen, war Beatrice Egli gerührt und stimmte unter Tränen zu, die zukünftige Frau von Florian Silbereisen zu akzeptieren. Vielen Dank an alle, die den Kanal immer gesehen und unterstützt haben. Bitte drücken Sie die Schaltfläche Abonnieren und aktivieren Sie die Benachrichtigungen, um die neuesten Videos zu erhalten.